So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Pokémon Strahlender Diamant. Eben noch im Pokémon Center von Jubelstadt, aber nun auf dem Weg zur kleinen Hafenstadt Fleetburg, wo wir eine Bibliothek haben, die wir dann erstmal gut belesen, wo wir uns erstmal gut einlesen können. Warte mal. Ich habe mich auf Route 82 mit meinem Freund verabredet, aber er ist nirgends zu sehen. Okay. Warte mal. Ah, Bidifas kommt der Sack jetzt auch mal wieder hier vorbei. Ah, ein weiteres Sonderbonbon. Das ist nicht verkehrt. Ein weiteres Sonderbonbon. Und hier, hallihallo, hallöle. Jetzt sind wir erstmal hier. In der Nähe von Fleetburg. Ging ja ziemlich schnell. Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. Vielleicht hätten wir hier dann mal unser Erkundungsset einsetzen sollen. In der Nähe von Matrose Rappo und seinem Mantherps. Ja, mit einem Doppelschlag ist dieses Mantherps auch gleich Geschichte. Wie zu erwarten. Okay, gegen Gyarados sollten wir vielleicht... obwohl, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber bei einem Gyarados sollte man lieber immer mehr Vorsicht als Nachsicht walten lassen. Gott, mal wieder 3 Level-Ups. Amnesie? Nein, danke. Ankerlichten! Tja, der Anker wird gelichtet. Wir haben ja auch noch einen Rocker. Was sagst du, sie wartet auf der anderen Uferseite? Du hast mir echt aus der Patsche geholfen, hier als Dank. 3 Blütensticker. Lass es rocken, der Rhythmus des Kampfes! Vielleicht sollten wir auch gleich mal zur Eiseninsel rübergehen. Ja, stimmt ja. Durch die Fähigkeit von Ellie wirkt ja sowas wie Bedroher überhaupt nicht. Kannst du es hören? Das Klagen meiner Gitarre! Okay, auf der anderen Seite wären noch 2 Angler gewesen. Aber gut, lassen wir das erstmal hier so sein. Wie es ist. Und begeben wir uns dann jetzt erstmal lieber nach Fleetburg. Hey, Phantom Heart, wir haben uns hier eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin der Professor Ibis Assistent und außerdem der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, dein Pokédex aufzurüsten. Also bin ich meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Seit mehreren Tagen. Gibst du mir mal bitte kurz dein Pokédex? Mal sehen, wie war das noch gleich? Die neue Software muss einfach hier installiert werden, oder? Klick, klick.
Na du, dein Pokédex ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügt er bereits über eine Funktion, mit der du dir die männliche und weibliche Version von Pokémon ansehen kannst. Das gab es früher nicht. So ist es viel praktischer. Jetzt will ich dir aber nicht weiter stören. Schließlich musst du dem Professor helfen. Ach, und kannst du bitte dann auch ein Auge auf Team Galactic haben? Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nämlich immer noch Sorgen. Letztendlich ist sicher alles halb so wild, aber man weiß ja nie. So, nun muss ich aber los. Bis bald. Das war alles? Zeitverschwendung. Aber gut, willkommen in Fleetburg. In Fleetburg soll es einen alten Mann geben, dessen Vergesslichkeit ansteckend ist. Er kann sogar Pokémon-Attacken vergessen lassen. Ist jetzt allerdings vollkommen egal, weil VMs gibt's nicht mehr hier. Na, sei's drum. Kaufen wir erstmal ein bisschen was ein. Flottbälle gibt es jetzt hier. Dann schlag ich doch mal zu. Hyperbälle gibt's auch noch. Dann schlage ich da erst recht mal zu. Es gibt Beleber. Besser Beleber als eine Leber. Hypertränke gibt's auch noch. Dann saufen wir uns mal die Hucke voll. Ah, gut. Gut, gut, gut. Das reicht dann jetzt erst einmal. Jetzt mal einen kleinen Abstecher ins Pokémon Center. Nochmal kurz unsere Pokémon heilen. Uns dann auch nochmal wieder ein bisschen weiter beeilen. Und dann schauen wir uns doch mal ein bisschen in der Bibliothek von Fleetburg mal um. Ach, da fällt mir gerade ein, wir hätten noch Superschutz oder sowas kaufen müssen. Also machen wir damit erstmal weiter. Etwas kaufen, etwas kaufen. Ein paar Sprühdosen Superschutz. Dosen an der Zahl sind nun wirklich keine Qual. Kommt ein Berry um die Eck, ist Ärger vorprogrammiert. Ne. Willst du einfach den hiesigen Arena-Leiter herausfordern? Na, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du auch dazu bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich mit meinem niegelnagelneuen Orden. Tja, Berrylein. Mit deinen 5 Pokémon kommst du hier auf der Brücke nicht gerade sehr fein weiter. Allein, du hast hier immer noch ein Staravia. Na gut, Level 32 ist zwar jetzt ein bisschen besser. Aber wir sind immer noch stärker. Na gut, dann versuchen wir es mal so gegen jedes seiner seine 5 Pokémon ein anderes Pokémon von uns einzusetzen. Angefangen haben wir jetzt mal mit Ellie, weitergemacht haben wir jetzt hier mit Hades. So, mit welchem Pokémon machen wir jetzt weiter? Barmeline. Das wäre jetzt ein wirklich ideal für Luck. Aber ernsthaft, Level 33 und immer noch ein Barmeline. Schäme dich, Barry. Und schäme dich, hiesiger Arenaleiter. So, vorletztes Pokémon. Ein Ponyta.
Und das grande Finale machen wir dann gleich mit Finral. So konnte jetzt bloß Roselia leider nichts machen in diesem Kampf. Wir haben uns schon aus schwierigen Situationen befreit. Daran würde ich mich erinnern. Oh, Level 37. Endlich immer um einiges stärker, aber trotzdem. Es ist immer noch ein Shellcarain. Und kein Shellterra. Kleines bisschen enttäuschend. Naja, wir hätten aber auch schon längst mal die TM Fliegen beibringen können. Weiß man, dass ich verloren habe? Schon wieder mal? Jo, immer wieder verlierst du. Meinetwegen, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie üblich halt, na und? Aber hör mal, dreimal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga Meister und sie selbst zum Champ krönen wird. Ganz genau, nämlich ich. Aber egal, du scheinst im Arena-Leiter jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los, bring es endlich hinter dich. Zur nächsten Arena geht's in diese Richtung. Aber wir wollen uns jetzt sowieso mal in der Fleetberg-Bibliothek mal ein bisschen umschauen. Es kann immerhin sein, dass es hier irgendwas Neues mal gäbe. Guten Tag, dies ist die Bibliothek von Fleetberg. Sei aber bitte leise, damit du die anderen Leser nicht störst. So, mal sehen, ob es hier irgendwo was Neues gäbe. Die Decken und Regale sind vollgestopften Büchern. Was ist denn? Bitte stör mich nicht, du siehst doch, dass ich hier lese. Also mal sehen, vielleicht gäbe es hier irgendwas Neues. Wie wir ja wissen, wurde ja vor kurzem hier in der Bibliothek von Fleetberg altes Videomaterial aus der Sinnoh-Region gefunden. Damals noch bekannt als die Hisui-Region. Mal sehen, die Regale sind mit abgenutzten und zerlesenen Büchern gefüllt. Immer noch. Schade. Ich dachte eigentlich, man könnte hier irgendwas lesen. Hat man hier nicht auch irgendwas lesen können? Nein, hier immer noch nichts. No. Nada. Nein. Bei den Büchern in der zweiten Etage handelt es sich eher um einfache Kost. Die Bücher sind dafür derart kompliziert geschrieben, dass ich nur Bahnhof verstehe. Meistens die Regale sind wie immer noch mit abgenutzten Büchern. Oh, sieh mal. Der Titel des Buches lautet Die Legende des Meeres. Dieser in altertümlichen Schriftzeichen verfasste Text wurde erst kürzlich entdeckt und entziffert. Möchtest du darin lesen? Jo, wenn ich daher sag, was mit dem Prinz des Meeres so gelesen habe, dann handelt sich das Buch natürlich über Manaphy. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Pokémon im östlichen Meer, das als der Prinz bekannt war. Das höchstwahrscheinlich Manaphy. Ein mutiger Mensch spart die Pokémon des Meeres um ein Treffen mit dem Prinzen. Möchtest du weiterlesen? Jo. Ein Mann tipps, ein Barmelin sowie ein Baldorfisch mit Langstacheln erkannten des Menschen Mut an und begleiteten ihn auf seiner Reise. Gemeinsam bestiegen die vier ein Boot und stachen zur Dämmerstunde in See, wo sie nach einer Weile die Meerespforte passierten, die sie über dem Wasser erhob. Und weiterlesen möchte ich sowieso. Als der Prinz von der Ankunft des Menschen und seiner Begleiter erfuhr, macht er sich auf, um sie in der kleinen Meeresgrotte zu empfangen. Mehr nicht? Die Legende des Meeres.
Hm, geht's hier weiter? Schade. Ich hätte jetzt zu gerne gewusst, wie die Geschichte weitergeht. Aber ja, wir sind uns doch eigentlich alle einig, dass diese Geschichte über Manaphy handelt. Er wurde ja auch im 9. Pokémon-Film, wenn ich mich recht entsinne, als Prinz des Meeres. Doch auch betitelt. Immer wenn ich ein Buch lesen will, hat sich jemand anderes bereits ausgeliehen. So, was hat Mythen aus Sinnoh? Oh, mal sehen. Gibt es da vielleicht was Neues? Mythen aus Sinnoh? Lass dich nicht von Zorn vernagen, sonst wird... dich plagen. Er trinkt weder in Kummer noch in Trauer, denn liegt auf der Lauer. Der Weg zu wahrer Glückseligkeit liegt in des Alltags Heiterkeit. Wer diesen Rat hält, folgsam sein, der wird von gesegnet sein. Dieser Ausspruch hat sich zu einem geflügelten Wort entwickelt. Könnte das irgendwas mit Cresselia vielleicht zu tun haben? Jetzt sagt noch die Mythologie der Sinnoh-Region. In der Anfangszeit Sinnohs lebten Pokémon und Menschen noch getrennt voneinander. Jedoch unterstützten sie einander und halfen sich durch den regen Austausch von allerlei Waren. Schließlich schlug ein Pokémon den Seinen vor, sich den Menschen zu zeigen, da man allzeit bereit sei, ihnen zu helfen. So kam es, dass Pokémon von den Menschen erschienen, sobald diese das hohe Gras betraten. An diesem Brauch hat sich bis heute nichts geändert. Okay. Die Geschichte vom Anbeginn. Darin geht es sicherlich jetzt um Arceus. Zu Beginn war das Chaos. Ein undurchdringbarer Strudel des Seins und in seiner Mitte erschien ein Ei. Das Ei durchbrach den wirren Wirbel und brachte das Urwesen hervor. Arceus. Möchtest du weiterlesen? Jo. Aus einem Teil von sie erschuf das Urwesen zwei separate Geschöpfe. Das Rad der Zeit begann sich zu drehen, der Raum begann sich auszudehnen. Ja, die Geschichte von Arceus. Und dann natürlich auch noch von Dialga und Palkia. Das Urwesen erschuf drei weitere Lebewesen aus sich heraus. Und weiterlesen. Die zwei Geschöpfe sprachen einen Wunsch und so entstand die Materie. Giratina. Die drei Lebewesen sprachen einen Wunsch und so entstand der Geist. Als dies vollzogen und der Welt Leben eingehaucht worden war, fiel das Urwesen in einen immerwährenden Schlaf. Interessant. Mythos des Schreckens. Sieh diesem Pokémon niemals in die Augen, sonst verlierst du dein Gedächtnis und bist dazu verdammt ziellos umherzuirren. Wage es nicht, dieses Pokémon zu berühren, sonst verlassen dich innerhalb von 3 Tagen sämtliche Gefühle. Vor allem solltest du es jedoch vermeiden, diesem Pokémon Leid anzutun, sonst verfällst du innerhalb von 7 Tagen in eine ewige Starre. Mythos des Schreckens, also das, ja, zu Anfang dachte ich, das könnte vielleicht was mit Darkrai zu tun haben. Aber Darkrai ist ein Albtraum-Pokémon. Wage es nicht, dieses Pokémon zu berühren, sonst verlassen dich innerhalb von 3 Tagen sämtliche Gefühle. Vor allem solltest du jedoch vermeiden, diesem Pokémon Leid anzutun, sonst verfällst du innerhalb von 7 Tagen in eine ewige Starre. Ich habe keine Ahnung, was für ein Pokémon, das sich da die Geschichte jetzt sich hier handeln soll. So, Volkssagen aus Sinnoh. Mal sehen, erste Sage. Säubere die Knochen der Pokémon, die du im Meer oder Fluss gefangen hast. Danke ihnen für die Nahrung, die sie spenden und übergib ihre Knochen wieder im Wasser, aus dem sie kamen. So werden die Pokémon zu neuem Leben erwachen und der Kreislauf beginnt von vorne. Volkssage 2. Es war einmal ein Pokémon, das lebte tief im Wald. Bei Nacht legt es dort seine Haut ab, um in seiner Menschengestalt zu schlafen? Doch sobald der Morgen graute, streifte es sich seine Haut erneut über und begab sich abermals als Pokémon in die Dörfer der Menschen? Okay, diese Volkssagen müssen wohl alle aus der Hisui-Region stammen, denke ich. Weil das sagt mir jetzt so gar nichts. Volkssage 3. Einstanden Pokémon Menschen einander so nah, dass sie sogar am selben Tisch speisen. Okay, heutzutage wäre das glaube ich nicht anders. Denn eins gab es eine Zeit, als zwischen beiden keinerlei Unterschiede bestanden. Ja.
Also gut, der Mythos des Schreckens, der sagt mir jetzt schon mal rein gar nichts. Sieh dieses Pokémon niemals in die Augen, sonst verlierst du dein Gedächtnis und bist dazu verdammt ziellos umherzuirren. Wage es, dieses Pokémon zu berühren, sonst verlassen innerhalb von 3 Tagen sämtliche Gefühle. Man sollte jedoch vermeiden, diesem Pokémon Leid anzutun, sonst verfällt es innerhalb von 7 Tagen in eine ewige Starre. Dann sagt hier die erste Volkssage, die sagt mir nichts. Warte mal, ne, das ist eher was anderes. Generell, die zweite Volkssage ist jetzt irgendwie, tja, ein bisschen interessanter als die anderen beiden hier. Es war einmal ein Pokémon, das lebte tief im Wald. Bei Nacht legte es dort seine Haut ab, um in seiner Menschengestalt zu schlafen. Doch sobald der Morgen graute, streifte sich seine Haut erneut über und begab sich abermals als Pokémon in die Dörfer der Menschen. Also ich glaube, in der Volkssage Nummer 2 und dann der Sakiba Mythos des Schreckens handelt es sich alles um Legenden oder Mythen von 9 Pokémon, die höchstwahrscheinlich in der Hisui-Region vorkommen werden im nächsten Jahr. Der Titel dieses Buches lautet Sinnohs Mythen. Haben wir daran schon gelesen? Nein. Eins gab es, der Pokémon 3. Tief hinab in die Seen tauchten sie. Tiefer und tiefer, ohne Luft zu holen, tiefer und tiefer, wieder jegliche Pein. Am Grund der Seen hielten sie inne und stiegen so dann wieder empor. In sich trugen sie die nötige Kraft, um die Landmassen zu formen. Geht es jetzt, sag hier wiederum, um die 3 Golems? Und um Regigigas? Weil das kann ja wohl kaum eine Geschichte sein um die 3 Feen-Pokémon. Vesprit, Tobots und Self. Und hier Schleier des Mythen. Jetzt bin ich mal gespannt. Es war einmal ein Jüngling, der in den Besitz eines Schwertes gekommen war. Hemmungslos macht er damit Jagd auf Pokémon, um seinen Hunger zu stillen. Was er nicht als Nahrung benötigte, das warf er achtlos fort. Im folgenden Jahr erschien kein einziges Pokémon. Seine Speisekammer blieb leer. Der Jüngling machte sich auf die Suche nach dem Pokémon, was ihn weit in die Ferne führte. Er suchte lange und reiste immer weiter, bis er schließlich ein Pokémon fand. Er fragte es, warum versteckt ihr euch? Darauf antwortet das Pokémon bedächtig: Schwingst du ein Schwert, um uns zu plagen, so werden wir mit unseren Krallen und Zähnen Gleiches mit Gleichem vergelten. Deinesgleichen wird für das Leid zahlen, das du uns zugefügt hast. Denn nur so können wir uns schützen, so leid es mir auch tut. Der junge Mann erhob seine Hände und rief bestürzt: Weh mir, was hat dieses Schwert nur aus mir gemacht? Geblendet von der Macht seiner Klinge vergaß ich, welche kostbare Lebewesen ihr seid. Nie wieder möchte ich Geißel niederer Triebe sein. Ich verfluche dieses unglückselige Schwert. Bitte erbarmt euch und vergebt einem Narren, der sich derart von Macht blenden ließ. Mit diesen Worten rammte der Jüngling sein Schwert so heftig in den Boden, dass er brach. Als das Pokémon dies sah, verschwand es sogleich und ward nicht mehr gesehen. Interessant. Die Forscherin schaut hier zwar ein bisschen gelangweilt rein, aber die meisten Legenden und Mythen hier, die müssen neu sein. Alleine sagt ein Pokémon hier, was seine Haut so abstreifte und als Mensch lebte. Um in seiner Menschengestalt zu schlafen. Das muss ja irgendwie eine Art Schlangen-Pokémon dann ja sein, was in der Hisui-Region dann vorkommen wird. Oder generell auch dieser Mythos des Schreckens. Das muss ja natürlich auch sich um irgendein Pokémon handeln, was es in der Sinnoh-Region nicht mehr gibt, aber damals in der Hisui-Region sowieso. Allein der Gefühlsverlust ist auch ein bisschen eigenartig. Ich wüsste wirklich nicht auf Anhieb, was für ein Pokémon das sein könnte. Daher würde ich mal meinen, haben wir jetzt hier in der Fleetburg-Bibliothek neue Geschichten erhalten über Pokémon, vor allem über Pokémon, die in der Hisui-Region höchstwahrscheinlich auftauchen werden. Dieses Pokémon, dieses komische Pokémon des Schreckens, dieses Pokémon, was er sagt, ist nachts als in seiner menschlichen Gestalt schläft, aber am Tage seine Haut wieder
naja, sich überstreift, um als Pokémon unter den Menschen zu leben. Mysteriös. Wer weiß eigentlich, ob die erste Volkssage mit den Knochen, die man zurück ins Meer geben soll, nicht auch irgendwas mit dem Pokémon zu tun hat. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf alle Fälle kann ich dann jetzt schon mal hier sagen, die Bibliothek von Fleetburg hat ein paar sehr interessante Bücher hinzugekriegt. Man darf hier auch nicht vergessen die Geschichte über den Prinz des Meeres, Manaphy. Die gab es ursprünglich auch nicht in dieser Bibliothek. Soll das vielleicht bedeuten, dass Manaphy vielleicht auch noch eine kleine Rolle im nächsten Pokémon-Spiel spielt? In Legenden Arceus? Dass wir vielleicht die Möglichkeit hätten, irgendwo übers Meer mit irgendeinem Pokémon zu reisen, um dann vielleicht den Tempel des Meeres, naja, zu finden und zu erforschen, sodass wir dann in dessen Inneren auf Manaphy treffen? Oder auf ein weiteres Ei des Manaphy? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt den heutigen Part beenden werden. Und im nächsten Part, da werden wir uns dann auf den Weg zur Eiseninsel begeben. Denn wir brauchen ja immer noch einen Entwicklungsstein für Roselia. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.